Hey, hallo und willkommen bei Devil, deinem YouTube-Date-Doktor. Heute mit einer Devil News Time-Folge, weil ich so verdammt durchgerammelt aussehe und so verdammt kaputt und fertig bin, dass ich mich nicht imstande sehe, heute eine vernünftige Sendung auf die Reihe zu kriegen. Ich glaube, sowas muss auch mal sein, dass man einfach sagt, fuck, ich bin total am Arsch. Und deswegen erzähle ich euch heute einfach, was es so Neues gibt. Zu einem drehe ich gerade endlich an den Infeed-Videos. Ja, ich arbeite jetzt wirklich schon dran. Hier mein Ausschnitt. Der Schlüssel zu meinem Herzen? Genau, jetzt konnte ich ein bisschen auf deine Brüste gucken währenddessen. Ihr habt doch nicht wirklich erwartet, dass ich euch mehr zeige, oder? Tja, das Ganze kommt dann in ein, zwei Wochen, muss ich mal gucken. Ich muss dann noch ein paar Aufnahmen machen, nochmal rausgehen, einen Kameramann finden. Na, ihr kennt den ganzen Blödsinn. Also, die Infeed-Videos kommen. Was ich gemerkt habe, während wir diese Infeed-Videos drehen, ist, passiert immer wieder, dass ich so tolle Kameraleute dabei habe, die dann immer wieder auf den Knopf ausdrücken bei der Kamera oder gar nicht erst auf Aufnahme drücken oder was auch immer. Und deswegen habe ich ganz viel Material, was ich vom Ton her aufgenommen habe, denn das nehme ich ja separat über ein Handy-Aufnahmerekorder auf. Und jetzt habe ich halt dieses ganze Tonmaterial, wie ich mir eine Nummer hole und mit dir rummache und Zaubertricks, pipapo. Meine Frage ist jetzt, soll ich das Ganze wegwerfen? Wollt ihr das Ganze ohne Bild haben? Soll ich das einfach mal hochladen? Oder sagt ihr, nee, pff, ey, komm, wir warten auf die Infeed-Videos. Scheiß auf deine komischen Audioaufnahmen, die du da gemacht hast. Unter anderem in der U-Bahn mit einer jungen chinesischen Dame. In den Arkaden, was war noch? Ach so, dann in der U-Bahn noch eine französische junge Dame. Naja, war lustig. Aber müsst ihr mir sagen, ob ihr das sehen wollt oder ob ihr sagt so, pff, nee, scheiß, perfekt, weil ich weiß nicht, was ich jetzt mit diesem Zeug anfangen soll, was halt nicht in diese Infeed-Videos geschafft hat von der Qualität her. So, ansonsten, da kommen dann ja diese Infeed-Videos und die werden schon ganz gut. Was wird es sonst noch Neues geben? Ihr seht schon, ich habe jetzt hier einen anderen Hintergrund. Das sind alles Maikos, Lerngeschas. Warum? Was hat das jetzt Ganze mit Devil Messer zu tun? Ich habe ja schon mal ein Video über Hagakure gemacht. Hagakure ist der Leitfaden des Bushido, also der Weg des Samurais, der Weg des Schwertkriegers. Und ja, in dem Bereich will ich mehr Videos machen. Halt alles zum Kodex der Samurai und einfach diese Lebensphilosophie, die dahinter steht, dass man täglich an sich arbeitet. Also genau das, was wir hier auch vertreten. Einfach diese moralischen Werte einfach mal so ein bisschen aufdröselt, dass man wirklich in seinem Leben kämpft und sich vervollkommnet. Und in diesen Videos wird es halt darum gehen, um diesen Leitfaden, ja, der Samurai. Und meine Frage ist jetzt, wollt ihr sowas überhaupt sehen? Und wenn nein, ist mir auch egal, denn ich tue es für mich und diese Videos werden kommen. Und sie werden verdammt nochmal fucking awesome. Yeah. Was passiert sonst noch Neues? Ich überlege gerade. Das ist schön, wenn man sich auf so einem Schwert so abstützen kann. Dieses Wochenende werde ich noch ein Samurai-Katana-Kata-Video aufnehmen, wie ich mit dem Schwert rumfuchtel, mit verschiedenen Musikeffekten und so weiter. Ich hoffe, das kommt dann auch irgendwie nächste Woche. Ist toll, wenn man so einen Kanal hat, kann man sich total selbst verwirklichen. Ansonsten natürlich weiter eure Flirtfragen. Morgen kommt eine ganz tolle Flirtfrage von einem jungen Mann, der im Fitnessstudio ist. Das müsst ihr euch reinziehen, wirklich. Da habe ich einen ganz tollen Tipp für ihn, den ich auch schon mal angewandt habe, wo man sich total kaputt lacht, ohne Ende. Aber sowas muss halt auch sein. Also beim Flirten muss der Spaß dabei sein. Und ja, mir fällt mir jetzt gar nicht ein. Achso, soll ich mal wieder eine Blog-TV-Folge machen? Blog-TV ist so ein Livestream-Chat, wo ich dann einfach, ja, vor der Kamera sitze, wie jetzt Blödsinn labere, aber ihr halt mit mir chatten könnt, mit mir schreiben könnt, interagieren könnt und ich halt auf eure Fragen direkt eingehen kann. Und ja, das war's auch schon. So, ich hau mich jetzt ins Bett, ich bin voll kaputt. Love, Peace and Rock'n'Roll, bis dann. Ciao. Puh.